Willkommen beim Mathematik macht Freude Freunde Video zum Arbeitsblatt Laplace Experimente. Mein Name ist Tanja und ich darf euch durch dieses Arbeitsblatt begleiten. Während der Videos solltest du das Arbeitsblatt entweder digital oder ausgedruckt bei dir haben. Falls das noch nicht der Fall ist, findest du dieses und viele weitere Arbeitsblätter unter mmf.univ.ac.at/Materialien. Dann kann es auch schon losgehen. Bevor wir uns Beispiele anschauen, müssen wir erst klären, was wir unter einem Verhältnis in der Wahrscheinlichkeitstheorie verstehen. Verhältnisse A zu B werden beim Glücksspiel nämlich auf zwei unterschiedliche Arten verwendet. Als erstes betrachten wir die Gewinnwahrscheinlichkeit. Dazu ein Beispiel. Du möchtest mit einem gewöhnlichen Würfel einen Sechser würfeln. Es gibt sechs mögliche Würfelergebnisse, die Zahlen von 1 bis 6. Ein Ergebnis davon ist für dich günstig. Umgangssprachlich sagt man, die Gewinnwahrscheinlichkeit ist 1 zu 6, also günstig zu möglich. Auch Chancen werden häufig durch Verhältnisse angegeben. Willst du bei einem Münzwurf zum Beispiel, dass die Münze auf der Seite Zahl landet, gibt es für dich eine günstige Seite und eine ungünstige Seite. Man sagt umgangssprachlich, die Chancen stehen 50 zu 50. Man vergleicht hier also günstig zu ungünstig. In der Wahrscheinlichkeitstheorie meinen wir bei Verhältnissen immer Ersteres, also günstig zu möglich. Laplace steckt schon im Titel des Arbeitsblattes. Was also ist ein Laplace-Würfel? Ein Laplace-Würfel ist ein fairer, sechsseitiger Würfel, dessen Seiten mit den Zahlen von 1 bis 6 durchnummeriert sind. Fair bedeutet, dass jede der 6 Seiten gleich wahrscheinlich ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen 1er würfelst, ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass du einen 2er, 3er, 4er, 5er oder 6er würfelst. Jeweils 1 zu 6. Günstig zu möglich. Nun könnt ihr endlich selbst aktiv werden. Du wirfst einen Laplace-Würfel. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Zahl zu würfeln? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens die Augenzahl 2 zu würfeln? Ich bitte dich nun, das Video kurz zu pausieren. Versuche die Aufgabe selbstständig zu lösen. Schauen wir uns nun das erste Beispiel etwas genauer an. Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit, eine gerade Zahl zu würfeln. Gerade sind jene Zahlen, die durch 2 teilbar sind. Beim Würfel also die Zahlen 2, 4 und 6. Das heißt, es gibt 3 günstige zu 6 mögliche. Kurz 3 zu 6. Beim zweiten Beispiel geht es darum, mindestens die Augenzahl 2 zu würfeln. Mindestens heißt in der Mathematik immer größer gleich. Das heißt, hier werden die Zahlen 2, 3, 4, 5 und 6 günstig. Das heißt, wir haben 5 günstige Zahlen zu 6 möglichen. Kurz 5 zu 6. Zum Abschluss noch ein Beispiel zum Nachdenken. Beim Würfeln mit einem Laplace-Würfel treten, wie wir vorher schon gehört haben, die Zahlen von 1 bis 6 mit gleicher Wahrscheinlichkeit ein.
treten die Augensummen 2 bis 12 beim Würfeln mit zwei Laplace-Würfeln auch mit gleicher Wahrscheinlichkeit ein. Sprich, ist es gleich wahrscheinlich, die Augensumme 7 zu erhalten, wie die Augensumme 5 zum Beispiel. Die Auflösung dazu erfahrt ihr im nächsten Video. Danke und bis bald!